Guten Morgen allerseits. Ich finde es wirklich wunderbar, dass Sie an einem Sonntagmorgen zu so früher Stunde nichts Großartigeres vorhaben, als hierher zum Vintage Computing Festival Berlin zu kommen. Wie Sie sehen, geht es mir ganz genauso, weswegen wir jetzt gemeinsam das Vergnügen haben, in den nächsten circa 60 Minuten uns mit dem Thema Hardware Preservation, die Erhaltung historischer Hardware als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung zu befassen. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Carmen Krause. Ich bin Bibliothekarin, daher interessiere ich mich von Berufswegen sowohl für Bestandserhaltung als auch für Langzeitarchivierung und hoffe, Sie am Ende meines Vortrags ebenfalls dafür begeistert zu haben. Was erwartet Sie in diesem Vortrag? Werfen wir ganz kurz einen Blick auf die Gliederung. Im ersten Teil werden wir uns mit den Aufgaben von Kulturerbeeinrichtungen befassen. Dabei uns mit der Erhaltung analoger Objekte beschäftigen, mit der Gewährleistung der Les- und Interpretierbarkeit analoger Objekte, ebenso mit der Gewährleistung der Les- und Interpretierbarkeit digitaler Datenobjekte und der Erhaltung digitaler Datenobjekte. Im zweiten Teil dann wird es um das Thema an sich gehen, um Hardware Preservation. Wir werden verschiedene Formen der Hardware Preservation kennenlernen, uns mit den Problemen der Hardware Preservation beschäftigen, Maßnahmen in diesem Bereich uns anschauen und auch wichtige Akteure der Hardware Preservation in Deutschland kennenlernen. Ich denke, jetzt dürften Sie ungefähr eine Vorstellung davon haben, was heute auf Sie zukommt. Lassen Sie uns also direkt beginnen, und zwar mit den Aufgaben von Kulturerbeeinrichtungen. Zu den sogenannten Kulturerbeeinrichtungen gehören Archive, Bibliotheken und eben auch Museen. Die Bezeichnung Kulturerbeeinrichtung deutet es bereits an. Die Aufgaben von Kulturerbeeinrichtungen sind das Sammeln, Ordnen, Verfügbarmachen und das Erhalten des kulturellen Erbes. Und mit kulturellem Erbe ist wiederum nicht weniger gemeint als die Gesamtheit der menschlichen Kulturgüter. Sofern es sich bei diesen Kulturgütern um Stein- oder Tontafeln handelt. Hier sehen wir den Stein von Rosetta. Oder um Papyri handelt. Hier ein kurzer Blick auf die Herakles-Papyri. Wissen wir inzwischen, dass diese bei geeigneter Behandlung mehrere tausend Jahre überdauern können. Auch in Bezug auf Bücher haben wir inzwischen Kenntnisse darüber angesammelt, wie diese zu behandeln sind, beziehungsweise wie diese beschaffen sein müssen, damit sie nicht unfreiwillig der Zerstörung anheimfallen, zum Beispiel durch Säure oder Tintenfraß. Sogar Mikrofilme aus Zellulose mit Silberfilmbeschichtung sind bei richtiger Lagerung viele Jahrzehnte und, wie wir hoffen, sogar Jahrhunderte haltbar. Außer dass wir inzwischen wissen, wie wir sie möglichst langfristig erhalten können, haben all die soeben gesehenen analogen Objekte aber noch einen weiteren Vorteil, und zwar den, dass sie ohne Hilfsmittel oder zumindest weitestgehend ohne Hilfsmittel von der Nachwelt gelesen und interpretiert werden können. Von Tontafeln oder aus Büchern kann man quasi direkt ablesen, und auch die Inhalte von Mikrofilmen lassen sich mit Hilfe von ganz einfachen Vergrößerungsgeräten problemlos ansehen. Das bedeutet, und das ist die Quintessenz, mit der Erhaltung eines analogen Objektes gewährleistet man zugleich auch die Les- und Interpretierbarkeit seines Inhaltes. Nun haben es Kulturerbeeinrichtungen aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr nur mit analogen Objekten zu tun, sondern zunehmend auch mit digitalen Datenobjekten. Und bei digitalen Datenobjekten ist es leider nicht so, dass mit der Erhaltung des Objekts zugleich auch seine Les- und Interpretierbarkeit gewährleistet wird. Digitale Datenobjekte brauchen, damit Menschen ihren Inhalt oder damit Menschen auf ihren Inhalt zugreifen können, eine sogenannte Interpretationsumgebung. Und genau das sehen wir hier. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Preservation Layer Model, zu Deutsch ein Erhaltungsschichtenmodell, welches übrigens auf der von Neumann Computerarchitektur basiert. Aus diesem Modell geht hervor, dass eine Interpretationsumgebung aus Hardware, Betriebssystem und Anzeigeprogramm bzw. Anwendungssoftware besteht. Und für die Installation der Anwendungssoftware muss ein geeignetes Betriebssystem
verfügbar sein, das seinerseits wiederum auf ein geeignetes oder entsprechendes, auf eine geeignete oder entsprechende Rechnerarchitektur zugreifen können muss. Wie Sie wissen, gibt es in der Regel mehrere funktionierende Kombinationen der Komponenten Anwendungssoftware, Betriebssystem und Hardware. Ich komme hier mal zu einem Beispiel. Um zum Beispiel eine Textdatei im MS-DOC-Format anzeigen zu können, wird idealerweise eine passende Version von MS Word, also von der Anwendungssoftware MS Word, benötigt. Und die Anwendungssoftware MS Word wiederum läuft sowohl unter passenden Versionen des Betriebssystems MS Windows als auch unter Linux und einigen seiner Distributionen zumindest einigermaßen, mehr schlecht als recht. MS Windows wiederum kann mithilfe diverser Rechnerarchitekturen ausgeführt werden. Hier kommen zum Beispiel sowohl eine Intel-Plattform als auch eine AMD-Plattform in Frage. Also eine funktionsfähige Kombination mehrerer Komponenten lässt sich in ganz vielen Arten finden. Und eine solche funktionsfähige Kombination aus verschiedenen Ebenen wird als gültiger ViewPath, also als Sichtpfad eines digitalen Datenobjekts bezeichnet und kann dem entsprechenden Objekt dann zugeordnet werden. Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Kombinationen von den einzelnen Komponenten können wir einem digitalen Datenobjekt in der Regel eine Vielzahl an verschiedenen ViewPaths zuordnen. Allerdings ist es so, dass ohne gültigen ViewPath ein digitales Datenobjekt nicht oder nicht mehr les- und damit auch nicht mehr interpretierbar ist. Wenn sich der Wegfall einer solchen Komponente der Interpretationsumgebung abzeichnet, dann lässt sich automatisch feststellen, welche ViewPath und somit auch welche digitalen Datenobjekte davon betroffen sind. Auf dieser Grundlage wiederum können wir dann entsprechende Erhaltungsmaßnahmen treffen. Welche dies im Einzelnen sind, das schauen wir uns jetzt genauer an. Da haben wir zum einen die Erhaltungsmaßnahmen bezogen auf das digitale Datenobjekt selbst, die sogenannte Bitstream Preservation. Es ist so, dass ein digitales Datenobjekt ganz banal aus einem Bitstream, also aus einer beliebig langen Sequenz von Nullen und Einsen besteht und auf einem digitalen Datenträger gespeichert ist. Zum Erhalt des digitalen Datenobjekts werden folgende Maßnahmen ergriffen. Zum einen die redundante Datenhaltung. Das heißt, die Daten sollten stets in mehrfacher Kopie vorliegen. Und zur Sicherung gegen äußere Einflüsse empfiehlt es sich, diese getrennt voneinander aufzubewahren. Und ein Beispiel für eine solche redundante Datenhaltung wäre ein RAID-System, also eine redundante Anordnung voneinander unabhängigen Festplatten. Eine zweite Erhaltungsmaßnahme, die sich auf das digitale Datenobjekt bezieht, ist die Diversität der Datenträgertypen. Das heißt, die Daten sollten nach Möglichkeiten auf mindestens zwei verschiedenen Datenträgertypen gesichert werden, zum Beispiel auf einer Festplatte und auf einer CD-ROM. Als drittes wäre zu beachten, dass man sich an Standards orientiert. Das heißt, die verwendeten Datenträger sollten internationalen Standards entsprechen und auf dem Markt auch möglichst eine weite Verbreitung haben. Zum Schluss ist regelmäßiges Refreshing vonnöten. Das heißt ganz einfach, die Daten sollten regelmäßig auf neue Datenträger umkopiert werden. Wichtig ist, und das gilt es an dieser Stelle festzuhalten, ohne den unbeschädigten Bitstream sind weiterführende Erhaltungsmaßnahmen, um die es ja dann in diesem Vortrag geht, einfach sinnlos. Dann gibt es natürlich nicht nur die Erhaltungsmaßnahmen, die sich auf das digitale Datenobjekt selbst beziehen, sondern auch noch solche, die sich auf die einzelnen Komponenten der vorhin schon besprochenen Interpretationsumgebung beziehen. Hier haben wir nochmal die Interpretationsumgebung, das Bild von vorhin. Und da haben wir als erstes die sogenannte Konversion, vielen vielleicht auch bekannt als Konvertierung. Als Konversion oder Konvertierung bezeichnet man die Überführung einer Datei von einem Dateiformat oder in ein anderes mittels eines Datenkonverters, zum Beispiel von MS-DOC in PDF oder PDFA. Damit ist die Konversion eine Erhaltungsmaßnahme, die sich ausschließlich
ich gehe noch mal kurz zurück auf die Ebene Format bezieht. Die zweite Erhaltungsmaßnahme ist in diesem Bereich die Datenmigration. Bei der Datenmigration werden die digitalen Datenobjekte einem völlig neuen Umfeld angepasst. Als Migration bezeichnet man entweder die Umstellung der gesamten Interpretationsumgebung oder aber auch die Umstellung einzelner Schichten dieser Interpretationsumgebung. Dabei ist zu beachten, dass gewisse Umstellungen eigentlich in der Regel immer auch andere Komponenten nach sich ziehen. Ein Beispiel, wenn ich ein Betriebssystem migriere auf ein anderes System, dann ist es in der Regel so, dass das auch gleich die Migration von Anwendung und Daten nach sich zieht. Es gibt eine Vielzahl von digitalen Datenobjekten, die sich leider nicht oder nur sehr schwer migrieren lassen. Dazu gehören alle komplexen Objekte, insbesondere solche, die selbst ausführbare Software beinhalten. Da haben wir zum Beispiel Datenbanken, aber auch viele Computerspiele gehören dazu. Hier ist die Verfügbarkeit eines geeigneten Betriebssystems sowie einer geeigneten Hardware-Plattform beinahe unumgänglich. Und um eine solche Umgebung verfügbar zu halten, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Zum einen haben wir da die Emulation, das heißt, die ursprüngliche Hard- und Software kann nachgeahmt werden, und zum anderen haben wir das, worum es hier heute geht, nämlich die Hardware Preservation, das heißt das Aufbewahren und Erhalten der Original-Hard- und eben auch Software. Eine weitere Maßnahme, es ist eben schon angeklungen, ist die Emulation. Hier ist es genau umgekehrt. Bei der Emulation wird das Umfeld an die digitalen Datenobjekte angepasst. Die Emulation, ich hatte es gerade schon gesagt, ist ein Verfahren zur Nachbildung von Programmen, die auf unterschiedlichen, nicht miteinander kompatiblen Anlagen laufen sollen. Es handelt sich um die Nachbildung einer gesamten Interpretationsumgebung oder aber wieder um einzelne ihrer Komponenten. Wird beispielsweise ein Terminal durch einen Personal Computer nachgebildet, spricht man von einer sogenannten Terminal-Emulation. Beispiele hierfür wären die Nachbildung eines IBM-Terminals durch eine 3270-Emulation auf einem PC. Es gibt aber auch Beispiele für Betriebssystem-Emulation. Wenn wir zum Beispiel MS-DOS zum Laufen bringen wollen, gibt es den MS-DOS-Emulator 9, der die Programme für schon etwas ältere Betriebssysteme auf aktuellen Rechnern ausführbar macht. Der letzte Schritt ist die Hardware Preservation. Bevor ich beschreibe, was Hardware Preservation ist, erläutere ich an dieser Stelle für gewöhnlich immer ganz kurz, was alles zur Hardware zählt. Aber ich denke mal, bei einem Publikum wie diesem hier dürfte das nicht erforderlich sein. Oder gibt es irgendjemand unter Ihnen, der sich wünscht, dass ich noch einmal aufzähle, was alles zur Hardware zählt? Also ich mache es gerne, aber wahrscheinlich, ich sehe weder Nicken noch Kopfschütteln, also beschließe ich jetzt einfach mal, Sie wissen das alle. Dann kommen wir gleich zum zweiten Teil meines Vortrages, nämlich zu dem Thema, um das es hier ja heute auch gehen soll, zur Hardware Preservation, und zwar zur Definition von Hardware Preservation. Unter Hardware Preservation versteht man ein Bündel von Maßnahmen, welches dem möglichst langfristigen Erhalt der Hardware dient. Banal. Weniger banal, dass wir zwei Formen von Hardware Preservation unterscheiden. Und zwar einmal die Hardware Preservation als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung, auch Mittel zum Zweck. Wie aus meinen bisherigen Ausführungen hervorgegangen sein sollte, ist es das eigentliche Ziel der digitalen Langzeitarchivierung, die digitalen Datenobjekte und ihre Inhalte zu bewahren und nicht Hardware. Zu diesem Zweck muss man in bestimmten Fällen, das hatte ich gerade schon gesagt, wie bei der Erhaltung sehr komplexer digitaler Datenobjekte, eben Hardware vorhalten und auch bewahren und so auch die entsprechende Originalsoftware und sie möglichst lange am Laufen halten. Die Hardware ist also keine, also
die Hardware ist also keine eigentliche, Hardware Preservation ist keine eigentliche Strategie der digitalen Langzeitarchivierung, sondern, das sagte ich gerade schon, Mittel zum Zweck oder, wie manche meiner Kolleginnen und Kollegen im Gegensatz zu mir auch sagen würden, ein notwendiges Übel. Und zwar so lange, bis man in der Lage ist, besser geeignete Strategien durchzuführen. Ich finde allerdings, dass es schon deswegen kein notwendiges Übel ist, weil die zeitweise Erhaltung der originalen Hardware durchaus auch zur Unterstützung anderer Langzeitarchivierungsstrategien erforderlich sein kann. So kann man beispielsweise nur durch den Vergleich mit der ursprünglichen Hard- und Softwareplattform überprüfen, ob ein Emulationsprogramm zum Beispiel richtig läuft. Kultureinrichtungen, die sich mit Hardware Preservation als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung befassen, sind vor allen Dingen Archive, die sind auf diesem Gebiet wirklich Vorreiter, aber auch Bibliotheken. Von der Hardware Preservation als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung gilt zu unterscheiden, was in Technik- und Computermuseen geschieht. Hier ist Hardware Preservation in der Regel Selbstzweck. Das heißt, hier ist die Hardware das eigentliche Objekt der konservatorischen Bemühungen, wenn ich mich nicht irre. Also ich schaue so in die Richtung, weil ich sehe, dass Frau Kudras hier sitzt. Hier ist, wie ich schon sagte, die Hardware selbst das Objekt der konservatorischen Bemühungen. Das heißt, die historische Hardware zusammen mit der originalen Software ist selbst Sammlungsobjekt und Ausstellungsstück des jeweiligen Museums. Besonders erstrebenswert scheint es hier, Hardware nicht bloß hinter Glasvitrinen zu verstecken und auszustellen, sondern sie auch lauffähig zu halten, um ihre Funktion erfühl- und erfahrbar zu machen. Durch nichts kann die Überlieferung des sogenannten immateriellen Kulturerbes, also das Wissen darum, wie etwas funktioniert und wie man es bedient, authentischer gewährleistet werden als durch den Erhalt von Gebrauchsgegenständen im Original. Aus den beiden unterschiedlichen Formen von Hardware Preservation, also als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung und als Selbstzweck, ergeben sich aber auch kleine Unterschiede, kleine hinsichtlich der Instandhaltung und Instandsetzung. Während man in Archiven und Museen bei der digitalen Langzeitarchivierung Reparaturen einzig dazu durchführt, um die Hardware irgendwie lauffähig zu halten, ist in Technik- und Computermuseen auch wichtig, dass die Ersatzteile historisch möglichst adäquat sind und dass man es möglichst originalgetreu wieder restauriert. Dies macht die ohnehin schon schwere Aufgabe von Hardware Preservation, gerade für Technik- und Computermuseen aus meiner Sicht, natürlich nochmal um ein Vielfaches komplizierter als für die digitale Langzeitarchivierung. Probleme, die bei der Hardware Preservation auftreten können, sind mannigfaltig. Es ist gleichgültig, ob man Hardware Preservation nun in einem Archiv oder in einer Bibliothek im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung durchführt oder eben in einem Museum zum Selbstzweck betreibt. In beiden Fällen hat man, abgesehen eben von der Ersatzbeschaffung historisch adäquater Bauteile, mit ganz ähnlichen Problemen zu tun. Und diese Probleme bestehen auf lange Sicht gesehen einerseits im organisatorischen Bereich und zum anderen im technischen Bereich. Im organisatorischen Bereich gibt es zum ersten einen großen Platzbedarf der Hardware. Das ist so, die Menge der zu lagernden und zu verwaltenden Materialien wächst eigentlich stetig mit der technologischen Entwicklung sogar immer rasanter. Und da nicht nur Rechner, sondern auch Peripheriegeräte und Datenträger gelagert werden müssen, steigen Platzbedarf und Lagerungsaufwand mit der Zeit enorm an. Ein weiteres Problem ist die fach- und sachgerechte Lagerung der Hardware. Hierbei sind einige Empfehlungen einzuhalten bzw. zu beachten. Es sollte ein Helligkeitswert im Lager von ca. 50 Lux herrschen. Die Fensterscheiben sollten nach Möglichkeit mit UV-Lichtfiltern ausgestattet sein. Eine Raumtemperatur von unter 20 Grad Celsius sollte gewährleistet werden. Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht zu hoch sein, maximal 50%. Luftfilteranlagen wären auch wünschenswert, zwecks Staub- und Schadstoffarmut. Die Hardware-Komponenten sollten vor der Einlagerung gereinigt werden und zwischen den einzelnen Hardware-Komponenten sollte idealerweise auch ein gewisser Abstand herrschen. Außerdem ist zu empfehlen, dass Batterien und Hardware womöglich getrennt gelagert werden
Und eine geordnete Lagerung von Kabeln dürfte auch jedem, der mal den Kabelsalat oder brüchige Kabel gesehen hatte, als äußerst wünschenswert erscheinen. Der dritte Punkt sind Sicherheitsmaßnahmen. Gemeint sind hier Diebstahlsicherung durch Videoüberwachung oder Wachpersonal. Auch nicht zu vernachlässigen sind Notfallvorsorge, Katastrophenschutz und Katastrophenplanung. Als erstes sollte man einen Notfallmaßnahmekatalog erstellen, das heißt, was tue ich im Notfall oder im Brandfall. Man sollte ein Brandschutzkonzept haben, das heißt, die organisatorischen, baulichen und anlagetechnischen Vorkehrungen sollten getroffen werden, bevor es zum Schadensfall kommt. Und was sich auch empfiehlt, und ich weiß, dass zumindest die Stiftung Stadtmuseum das für ihre Kulturgüter auch getroffen hat, ist ein Notfallabkommen mit der nahegelegenen Feuerwehr. Das heißt, es wird vorab geklärt, was soll im Brandfall zuerst gerettet werden. Hier wäre das Beispiel, wollten wir lieber, wenn es brennt, dass Konrad Zuses Computer Z3 oder der alte Commodore 64 gerettet wird, sofern letzteres überhaupt in die Sammlung geschafft hat. Und ich denke, hierfür ist das Hinterlegen eines Lager- und Rettungsplans bei der Feuerwehr tatsächlich keine schlechte Idee. Dann will die Hardware entweder zwischen Lagerraum und Ausstellungsraum oder bei der Ausleihe oder auch einfach nur, bevor man sie von irgendwelchen netten Spendern bekommt, fachgerecht transportiert werden. Beim Transport von Hardware gilt es, Schäden durch Stürze, Stöße oder drastische Temperaturwechsel zu vermeiden. Drastische Temperaturwechsel haben nämlich den schlechten Nebeneffekt, dass sich dadurch Kondenswasser bildet, was wiederum Schimmelbildung und andere wenig wünschenswerte Folgen zeitigt. Dann ist das Instandhalten der Hardware für sich ein Problem, denn je älter oder seltener, es war gerade schon angeklungen, die Hardware ist, desto schwieriger gestaltet sich auch die Beschaffung von vor allen Dingen originalen Ersatzteilen. Was aber auch ganz gerne mal ein Problem ist, ist die Beschaffung von Manuals oder Handbüchern. Die Wartung und Instandhaltung der elektrischen Anlagen ist auch nicht zu vernachlässigen. Was nutzt es mir, wenn ich meine Hardware wunderbar instand halte und habe aber im Hause ein furchtbar schlechtes Stromnetz und schließe es an und habe dann Kurzschlüsse oder Kabelbränder oder ähnliches. Und deswegen muss halt vor Inbetriebnahme der Hardware gewährleistet werden, dass ich die elektrischen Anlagen regelmäßig überprüfe und instand halte. Personalbeschaffung ist in diesem Bereich auch nicht gerade leicht. Techniker und Experten, die historische Computer bedienen können, das haben wir dem demografischen Wandel zu verdanken, werden eben auch älter und seltener. Und über kurz oder lang gibt es bei manchen Geräten eben kaum mehr jemanden, der weiß, wie man es noch bedient, geschweige denn, wie man es repariert. Und mit wachsendem Bestand, das hatten wir eben schon gesagt, dass der Bestand im Laufe der Zeit auch immer größer wird, müssen sich die Techniker natürlich auch in Bezug auf immer mehr verschiedenen Rechenanlagen auskennen und ihr Fachwissen dahingehend immer mehr erweitern. Oder aber man hat einen stetig wachsenden Bedarf an Technikexperten, muss ständig neue und immer mehr Leute einstellen. Wo wir gerade beim Thema Personal sind, Gesundheits- und Arbeitsschutz ist ebenfalls zu beachten. Das heißt, die Personen, die mit der Hardware Preservation befasst sind, sind häufig gesundheitsgefährdenden Stoffen am Arbeitsplatz ausgesetzt. Welche Baustoffe dies sind, das hängt vom Alter und auch von der Bauart der jeweiligen Hardware ab, aber dokumentiert sind eine ganze Reihe von Schadstoffen, mit denen man es zu tun hat. Quecksilber, Blei, aber auch Blei in bleihaltigen Farben, polychloriertem Biphenyl mit Thorium und anderen radioaktiven Substanzen hat man es zu tun, mit Asbest und auch mit Cadmium und auch im Schadensfall mit Schimmel. Das alles ist sehr ungesund, daher empfiehlt es sich eigentlich, obwohl ich kaum jemanden kenne, der das tut, mindestens immer mit Mundschutz und Schutzhandschuhen zu arbeiten. Besondere Vorsicht ist übrigens beim Umgang mit Batterien geboten, vor allem defekten und leckenden Batterien und auch ganz besonders mit Kondensatoren. Beide enthalten gesundheitsgefährdende Stoffe
Und gerade Kondensatoren können in stillgelegtem Zustand über Jahre hinweg eine hohe elektrische Spannung aufbauen, die sich dann irgendwann auch mal unkontrolliert in einer Explosion entladen kann, und auch Batterien sollen schon explodiert sein. Die Abnutzung der Hardware kann ebenfalls ein Problem darstellen. Einerseits müssen die Hardware-Komponenten natürlich regelmäßig auf ihre Lauffähigkeit hin überprüft werden. Andererseits gilt es aber der Abnutzung, ich sage jetzt mal durch Laien, zum Beispiel im Rahmen von interaktiven Ausstellungen im Museum vorzubeugen. Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit ist ein weiteres Problem, denn auch ohne absichtliche Nutzungsbeschränkung ist die Nutzung digitaler Datenobjekte nur sehr eingeschränkt möglich, da veraltete Computersysteme von aktuellen Technologien einfach aus technischen Gründen abgeschnitten sind. Man kann alte Rechner nicht ohne Problem zum Beispiel ans Internet anschließen. Das heißt, die Geräte sind nur vor Ort im Lager, im Archiv oder im Computermuseum nutzbar. Und auch nicht zu vernachlässigen, ich denke, ich habe jetzt eine ganze Bandbreite von Dingen aufgemacht, die es zu beachten gilt. Das Ganze kostet natürlich auch was. Das heißt, all die zuvor genannten organisatorischen Probleme sind mit nicht gerade unerheblichen Kosten verbunden. Wir haben aber nicht nur organisatorische Probleme, sondern auch noch technische. Zum einen die begrenzte Lebensdauer der technischen Geräte und Bausteine. Da für veraltete Systeme keine Ersatzteile mehr produziert werden. Es ist nun mal leider so, ist die Restaurierung eines Systems zumindest mit Originalersatzteilen irgendwann schlichtweg einfach nicht mehr möglich. Und nicht nur die technischen Geräte und Bausteine haben eine begrenzte Lebensdauer, sondern auch die digitalen Datenträger, die sogar noch erheblich kürzer. Neben der Hardware muss ja auch, damit es laufen soll, die originale Softwareumgebung erhalten und archiviert werden. Und diese muss natürlich auf den passenden Datenträgern vorgehalten werden. Das heißt, die Diskette, wenn überhaupt noch jemand weiß, was das ist, muss natürlich auch in das passende Diskettenlaufwerk passen. Und dafür brauche ich dann auch das Diskettenlaufwerk und umgekehrt zum Diskettenlaufwerk die passende Diskette. Da die Datenträger ebenso wie die Hardware, das sagte ich gerade schon, eine begrenzte Lebensdauer haben, müssen die Software und auch die Daten periodisch auf frische Datenträger des gleichen Typs umkopiert werden. Wir hatten ja schon im Zusammenhang mit der Bitstream Preservation von Refreshing gesprochen. Da jedoch auch jeder Datenträger eines veralteten Systems nicht mehr hergestellt wird, stößt auch diese Praxis irgendwann zwangsläufig an ihre Grenzen und Software sowie Daten gehen verloren, sofern keine anderen Archivierungsmaßnahmen getroffen werden. Das ist leider einfach so. Nachdem wir uns jetzt viel mit den eher theoretischen Problemen der Hardware Preservation beschäftigt haben, möchte ich jetzt auf die konkreten Herausforderungen in diesem Bereich zu sprechen kommen. Dazu möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen, mit welchen Hardware-Schäden man es in der Praxis am häufigsten zu tun hat. Häufig auftretende Schäden sind dank Mark Gibson seit dem Jahr 2006 gut bekannt. Da hat Mark Gibson nämlich in etlichen US-amerikanischen Computermuseen eine Umfrage gestartet und darum gebeten, sagt mir mal, welche Hardware-Schäden bei euch am häufigsten auftreten, und hat daraus eine Rangliste gemacht, und an der möchte ich mich jetzt orientieren und Ihnen sozusagen die Top 10 des Grauens präsentieren. Beginnen wir mit der unangefochtenen Nummer 1, dem Zerfall von Gummiteilen. Gummi wird für viele Bauteile der Hardware verwendet, Riemen und Motoren zum Beispiel, Rollen in Magnetbänderlaufwerken, in Lochkartenlesegeräten oder auch in Druckern bis heute, also auch bei modernen Druckern, um nur einige Beispiele zu nennen. Gummi ist leider sehr anfällig für Oxidation. Das heißt, die Oberflächen aus Gummi, das werden Sie vielleicht selber kennen, werden irgendwann ganz weich und klebrig. Und irgendwann schlägt das dann auch ins Gegenteil um. Und mit fortschreitendem Zerfall wird das Gummi dann plötzlich hart, verhärtet sich und wird ganz porös und brüchig. Also erst klebrig, dann brüchig, doppelt eklig. Da wir es hier mit der, wie ich schon sagte, unangefochtenen Nummer 1 unter den Hardware-Schäden zu tun haben, habe ich Ihnen gleich zwei Beispiele aus der Praxis mitgebracht.
An dieser Stelle möchte ich mich übrigens ganz herzlich beim Computermuseum der Universität von Amsterdam bedanken, insbesondere bei Taco Walstra, da dieser so freundlich war, mir für diesen Vortrag die Verwendung der Fotos des Computermuseums der Universität Amsterdam zur Verfügung zu stellen. Und auf dem ersten Bildbeispiel hier sehen wir den Zerfall von Gummiwalzen in einem Dokumation M1000 Lochkartenlesegerät aus den 1970er Jahren. Und zwar sehen Sie hier die geschmolzenen Gummiwalzen, die haben sich da mehr oder minder verflüssigt. Und dort sehen Sie dasselbe Gerät quasi, nachdem die Gummiwalzen durch neue ersetzt worden sind. Das zweite Bildbeispiel zeigt das Antriebsbild des Programmierkartenlesers eines HP 67 Taschenrechners, wie er ab 1976 hergestellt worden ist. Diese Antriebsbilds sind ja richtige kleine Biester. Es ist dort tatsächlich so, dass egal was man mit den Dingern anfängt, nach etwa 10 bis 15 Jahren löst sich das Gummi unweigerlich immer wieder auf, weswegen man es irgendwann aufgegeben hat, das durch Originale zu ersetzen. Und stattdessen hat man eigens für diese Antriebsbilds ein Verfahren oder in einem Silikonherstellungsverfahren einen adäquaten Ersatz herstellen lassen und das jetzt auch nach und nach bei sämtlichen Geräten, in denen dieses Bauteil verwendet wird, ausgetauscht. Das heißt, hier hat man sich auch in einem Computermuseum dafür entschieden, kein Originalteil mehr zu verwenden, einfach weil die Originale sowieso, die Erfahrung hat man gemacht, immer und immer wieder dafür sorgen, dass die Geräte kaputt gehen. Was lässt sich außer solchen Maßnahmen, also Austausch und Ersatz, noch gegen den Zerfall von Gummi ausrichten? Ich hatte die Empfehlung zur Lagerung von Hardware bereits angesprochen. Die Langlebigkeit von Gummi wird dabei ganz besonders durch einen Helligkeitswert von ca. 50 Lux, Fensterscheiben mit UV-Lichtfilter, einer Raumtemperatur von unter 20 Grad und auch von niedriger Luftfeuchtigkeit gewährleistet. So viel zur Vorbeugung. Wenn es erstmal hin ist, kann man außer austauschen, aber leider nicht mehr viel machen. Zur Nummer 2, das ist der einzige Hardware-Schaden, für den ich leider kein Bildbeispiel für Sie dabei habe. Ich habe heute leider kein Bild für Sie. Möchte Ihnen diesen Aspekt oder diese Art von Schaden dennoch nicht vorenthalten. Schaumstoff wird in Computern hauptsächlich zur Lärmisolierung sowie zur Luftfilterung verwendet. Und insbesondere Schaumstoff aus Polyurethan ist sehr anfällig für ungewollte Oxidation, was sich dann darin äußert, dass der Schaumstoff erst anfängt, sich zu verfärben und irgendwann wird das Material dann bröselig und zerfällt in ganz viele kleine Krümel. Der Zerfall von Schaumstoff lässt sich allerdings durch dieselben Lagerbedingungen verlangsamen wie der Zerfall von Gummi. Kommen wir nun zur Verfärbung von Plastikteilen. Das dürfte der eine oder die andere von Ihnen vielleicht auch schon zu Hause gesehen haben. UV-Licht kann die chemische Zusammensetzung von Plastikgehäusen mit der Zeit einfach verändern. Es ist so, dass die Funktion des Geräts dadurch keineswegs beeinträchtigt wird, aber die Farbe verändert sich halt irgendwann in Richtung gelb bis braun. In der digitalen Langzeitarchivierung oder bei der Hardware-Preservation in der digitalen Langzeitarchivierung würden wir uns um dieses Problem nicht kümmern, weil es, wie gesagt, die Funktion nicht beeinträchtigt und dort geht es um die Funktion. Wenn ich allerdings in einem Computer- oder Technikmuseum bin und möchte so etwas als Ausstellungsstück haben, dann kann es natürlich schon wünschenswert sein, wenn ich das dann auch wieder strahlend hellgrau oder strahlend weiß habe. Und was hier geschehen ist, wir sehen hier das Gehäuse eines TRS-80 Color Computers Nummer 2, so wie er ab 83 hergestellt worden ist. Hier hat man eine chemische Mixtur angewandt, die nennt sich Retro-Bright. Ist eigens dafür entwickelt worden, zum Entgilben von ABS Plastikcomputern und Computergehäusen entwickelt worden. Und genau das ist hier dann auch auf dieses Gehäuse angewendet worden.
Um zu verhindern, dass es überhaupt erst zu diesem Prozess kommt, müsste man gerade im Bereich Lichtschutz effektive Maßnahmen ergreifen. Am besten, sie sperren das Ganze so dunkel wie möglich, so unangerührt wie möglich weg, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann. Auf Platz 4 unserer Schadenshitliste stehen Schäden durch Staub. Staub greift sowohl das Äußere der Hardware als auch leider ihr Innenleben an, da Lüfter mit den Ventilatoren zur Kühlung von Prozessoren leider auch den Staub ins Innere ziehen. Und Staub meint eigentlich nur einen Sammelbegriff für eine ganze Vielzahl an Schadstoffen. Darunter fällt Ruß, darunter fällt Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat und auch Schwefelsäure. Und mit dem Staub, das ist das Unschöne daran, lagert sich mit der Zeit eben Salz und Feuchtigkeit an den Bauteilen ab. Und dadurch wird die Anfälligkeit für Korrosion, insbesondere für Rost, drastisch erhöht. Maßnahmen gegen Staub sind einerseits im vorbereitend oder vorbeugenden Bereich eben das Anbringen einer Luftfilteranlage bei der Lagerung. Und das sollte auch nicht vernachlässigt werden, aber auch das vorsichtige Entstauben, das heißt, man kann die großen Staubfussel erstmal ganz vorsichtig mit einer Pinzette abnehmen und den Rest dann sehr vorsichtig mit einem nicht allzu stark ziehenden Staubsauger absaugen. Letzteres würde sich bei dieser Tastatur hier durchaus noch anbieten. Allerdings ist es so, dass der Lüfter hier im zweiten Bild, vor allen Dingen auch hier, das der Lüfter in diesem Bild durch den Staub einfach irreversibel zerstört worden ist. Also hier ließe sich leider gar nichts mehr machen. Das muss man immer wieder feststellen im Bereich der Hardware Preservation. Es gibt auch Dinge, die kann man dann einfach nicht mehr retten. Auf Platz 5 steht der Zerfall von und durch Batterien. Zum einen gehen die Batterien selbst kaputt, zum anderen auch die Geräte, wenn die Batterien kaputt gehen. Leckende Batterien können nämlich das Innenleben eines Rechners zerstören. Batterien sind, wie Sie sicher wissen, Behälter bestehend aus Metall und Metalloxid, eingetaucht in eine Flüssigkeit oder ein Gel aus Elektrolyten. Und austretende Elektrolyte können ganze Schaltkreise zersetzen. Die Batterien sind zudem sehr anfällig für Rost. Und bei extrem unsachgemäßer Behandlung, das hatte ich gerade schon gesagt, können Batterien sogar explodieren. In unserem Bildbeispiel hier sehen Sie die Zerstörung der Platine, dort ist es auch schon angemarkert, der Platine eines Highscreen-Notebook-Computers, so wie er ab 1983 hergestellt worden ist. Und zwar ist hier eine CMOS-Batterie oder sind hier mehrere CMOS-Batterien ausgelaufen. Gegen den Zerfall von Batterien hilft es, die Batterien während der Lagerung, zumindest wenn die Batterien herausnehmbar sind, was ja auch nicht immer der Fall ist, aus der Hardware zu entfernen und dann, wenn die Hardware wieder in Betrieb genommen wird, frische Batterien, also nicht die alten, sondern frische Batterien des betreffenden Typs wieder einzusetzen. Weit verbreitete Batterietypen sollten sowieso nie auf Vorrat gekauft und auf Vorrat gelagert, sondern immer neu besorgt werden. Nur seltene veraltete Batterietypen, die muss man eben vorrätig halten oder aufbewahren und die sollten dann separat von den Geräten gelagert werden, wo dies möglich ist. Auf Platz 6 steht die Korrosion, insbesondere Rost. Metall ist, wie Sie alle wissen, ein häufiger Werkstoff in elektronischen Geräten. Wird vor allem für das Gehäuse sowie für die Klammern, Schrauben und auch Federn verwendet. Und das häufigste Korrosionsprodukt ist jenes, das aus Eisen durch Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Ich meine Rost. Auf dem Foto sehen Sie Rost hier wunderbar und dort auf der Kartenspur eines elektrischen Bull POR80 Lochkartenstanzers von ca. 1952. Hier hat man es nur mit äußerlichen Rostflecken zu tun und die lassen sich mit Hilfe eines Rostlösers relativ leicht entfernen. Damit Rost aber gar nicht erst entsteht, sollte bei der Lagerung auf eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 50% geachtet werden. Und die niedrige Luftfeuchtigkeit verringert dann eben die Wahrscheinlichkeit von Korrosion und eben auch beim Transport darauf achten, dass kein Kondenswasser entstehen kann, also dass man die Geräte nicht allzu drastischen Temperaturwechseln aussetzt.
Beschädigte Kondensatoren sind auch keine Seltenheit. Ähnlich wie bei einer Batterie ist ein Elektrolyt auch wesentlicher Bestandteil eines Kondensators. Und das Elektrolyt kann eine Flüssigkeit, eine Paste oder auch ein Gel sein. Und problematisch wird es einerseits, wenn das Elektrolyt austrocknet, da dann der Kondensator nicht mehr funktioniert. Und andererseits ist es auch nicht wünschenswert, wenn das Elektrolyt ausläuft oder der Kondensator leckt, weil er dann nämlich ähnlichen Schaden anrichten kann wie eine leckende Batterie. Und Kondensatoren, die lang unbenutzt bleiben, das sehen wir hier auch, es ist hier passiert, die explodieren dann. Hier haben wir einen explodierten EMI-Kondensator aus einem Apple II, wie er ab 77 hergestellt worden ist. Und ja, wenn er hin ist, ist er hin, dann bleibt einfach nur, und das ist hier auch passiert, ihn durch einen neuen Kondensator zu ersetzen. Dann haben wir noch den Zerfall von Plastik. Plastik löst sich ebenso wie Gummi über einen längeren Zeitraum hinweg einfach leider auf. Aus Umweltgesichtspunkten mag das ganz schön sein, bei der Hardware Preservation ist das leider weniger schön. Durch sogenannte Weichmacher, also chemische Stoffe, die bei der Produktion beigemengt werden und die dann tropfenartig austreten, kann das Material ebenfalls beschädigt werden. Der Prozess, wenn der Weichmacher austritt, der beeinflusst dann eben auch oder beeinträchtigt dann auch die anderen Materialien, sodass mit dem zerfallenen Plastik auch noch der Zerfall von anderen Komponenten einhergeht. Ich habe hier mal ein paar Beispiele für Zerfall mitgebracht. Wir haben dort einmal einen porösen Kabelschutz am Verbindungskabel eines Tektronix 4002A Grafikterminals, wie man ihn ab 1970 hergestellt hat. Und ich hatte gerade schon von den Weichmachern gesprochen. Hier haben wir Weichmacher, die sogenannte Schwitzen, also Weichmacher in einem Kabelschutz, die sogenanntes Schwitzen hervorrufen und dadurch den Lochstreifenlaser aus den 60er Jahren, in dem sich dieses Kabel befindet, auf Dauer auch in Mitleidenschaft ziehen werden oder würden, wenn man es nicht austauscht. Wie lässt sich dem Zerfall von Plastik entgegenwirken? Hier helfen eigentlich dieselben Maßnahmen wie gegen den Zerfall von Gummiteilen, also wieder Helligkeitswerte von ca. 50 Lux, Fensterscheiben mit UV-Lichtfilter, eine niedrige Raumtemperatur und niedrige Luftfeuchtigkeit. Im Zusammenhang mit dem Zerfall von Plastik möchte ich aber noch auf ein selbstverursachtes Problem hinweisen. Und das ist was, wobei man nicht nur im Bereich der Hardware Preservation, sondern der Bestandserhaltung auch von Büchern und eigentlich allen Gegenständen immer rasend werden könnte. Das ist der Einsatz von Aufklebern oder Klebeband. Nichts ist elender. Hier können Sie sehen, wie ein Klebeband die Druckertastatur oder Drucker-Tastatur-Plastikschutzhaube eines IBM 1050 Terminals ruiniert hat. Und mein Appell an Sie, bitte nichts auf Plastik kleben. Einfach nichts draufkleben, keine Hello Kitty-Aufkleber und was auch sonst so schön sein mag und auch keine Notizzettelchen mit Tesafilm mal eben ankleben. Einfach sein lassen. Das ist für jeden Hardware-Preservisten die Hölle. Kommen wir zur Nummer 9, dem Schimmel. Gerade bei einigen Monitoren aus den 70er und 80er Jahren kann Schimmel an der Innenseite der Mattscheibe auftreten. In diesem Beispiel hier kann man den Schimmel an der, also hier diese kleinen Pünktchen, den Schimmel an der Innenseite der Mattscheibe eines Kathodenstrahlröhrenbildschirms ganz gut erkennen. Schimmel verhindern kann man durch niedrige Luftfeuchtigkeit, durch konstante Temperaturen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, sowie, und das ist auch nicht unwichtig, durch regelmäßiges Reinigen der Geräte. Ist der Schimmel erstmal aufgetreten, dann lassen sich einige geeignete, nämlich elektromagnetisch unempfindliche Hardwarekomponenten, und das auch nur sofern deren Erhaltung die Kosten rechtfertigt, durch Gammastrahlen oder mit Niedertemperaturplasmen abtöten. Niedertemperaturplasmen entstehen durch elektrische Wechselfelder.
Und diese übertragen dann auf kaltem Wege, also nicht auf warmem wie sonst, sondern auf kaltem Wege die zur Ionisation erforderliche Energie auf die Teilchen und regen die damit an. Und die ionisierten Teilchen wiederum greifen dann die Zellwände sowie bestimmte Membranstrukturen von Mikroben und von Schimmelpilzen und von Kleinstlebewesen an und zerstören dann durch Strahlung deren Erbsubstanz, sodass die dann absterben und man die Überreste relativ leicht abpinseln, abwischen oder sonstiges kann, ohne dass dann was nachwächst oder was sich nach fortpflanzt. Wo wir beim Thema Fortpflanzung dann auch sind. Und bei Punkt 10, das ist nämlich der Insektenbefall, auch sowas kommt vor. Das ist aus meiner Sicht die ekelhafteste Ursache für Hardware-Schäden. Hier sehen wir und sehen Sie, damit vielleicht auch Ihnen ein Schauer über den Rücken läuft, einen Computer mit Kakerlakenbefall. Also hier haben wir richtig aufgetürmt, ganze Generationen, teilweise abgestorbener, teilweise noch lebender Kakerlaken. Und gegen Schädlinge, nicht nur gegen Insekten, sondern auch gegen andere Kulturfolger, wie zum Beispiel Nagetiere, hilft es vorbeugend, die Nahrungskette zu unterbrechen und somit den Lebenszyklus, sodass sie sukzessive absterben. Im Schadensfall bietet sich für geeignete Hardwarekomponenten auch wiederum die Behandlung mit Gammastrahlen oder mit Niedertemperaturplasmen an. Anschließend müssen dann aber die Überreste, das heißt die Tierkadaver, bei so kleinen Insekten geht es noch, bei Mäusen wird das schon unappetitlicher, entfernt werden und die Hardwarekomponenten gründlich gereinigt werden. Und gegebenenfalls ist anschließend dann auch noch eine Restaurierung notwendig, je nachdem, was die Hinterlassenschaften der Tiere, die auch Ausscheidungen und so weiter umfassen, beinhaltet haben. Bei der Beschreibung der häufigsten Hardware-Schäden habe ich gerade jeweils auch Maßnahmen gegen diese angeführt. Diese Maßnahmen mögen gerade so ein bisschen willkürlich und durcheinander geklungen haben. Das sind sie aber keineswegs. Die erfolgen nicht in loser Reihenfolge, sondern eigentlich in logischer Abfolge. An erster Stelle der Hardware Preservation steht eigentlich immer die sogenannte klassische oder richtige Preservation, das heißt die präventive Konservierung. Das heißt, hierbei handelt es sich um die Bereitstellung einer stabilen Lager- und oder Ausstellungsumgebung, um Schäden und Verschlechterungen von vornherein zu verhindern und zu minimieren, bevor sie überhaupt aufgetreten sind. Unter die Preservation im engeren Sinne fallen, das hatte ich gerade schon aufgezählt, die Einhaltung der Empfehlungen für Transport und Lagerung, die Sicherheitsmaßnahmen, die Notfallvorsorge, der Katastrophenschutz und die Katastrophenplanung, die Wartung und Instandhaltung der elektrischen Anlage sowie die Verringerung der Abnutzung der Hardware. Der nächste Schritt, der hoffentlich nicht folgen muss, aber wenn er dann muss, dann ist das der nächste Schritt, ist die Conservation, die interventive Konservierung. Das meint die Abschwächung bereits eingetretener Verschlechterungen. Unter Conservation fallen eben solche Dinge wie die Instandhaltung der Hardware, aber auch Schimmel- oder Schädlingsbekämpfung. Und zum Schluss, wenn gar nichts anderes mehr hilft, dann folgt eben die Restoration oder Restaurierung. Damit bezeichnet man die Wiederherstellung bereits beschädigter Hardware. Sie ist, wie gesagt, der letzte Schritt. Und dazu gehören dann eben auch solche Dinge wie Ersatzteilbeschaffung oder Ersatzteilherstellung, aber eben auch, je nachdem, ob wir uns eher im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung befinden, die Reparatur oder im Bereich der Technikmuseen und Computermuseen, die Restaurierung. Was zu der Hardware Preservation zwangsläufig dazugehört, ist immer auch die Documentation, die Dokumentation. Darunter fallen nicht nur die Aufbewahrung, aber auch, und das ist nicht unwichtig, die Aufbewahrung von Manuals, also von Handbüchern, sondern vor allen Dingen auch das akribische schriftliche Festhalten sämtlicher Erhaltungsmaßnahmen und Veränderungen. Und zwar an sämtlichen Hardwarekomponenten, an sämtlichen Softwarekomponenten. Im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung ist diese Form der Dokumentation quasi die Gewährleistung von Authentizität und Integrität der Daten. Und für die Technik- und Computermuseen ist
die technikgeschichtliche Entwicklung der Hardware als Artefakt auf diese Weise eben nachvollziehbar und wichtig. Und dafür braucht man Dokumentation. Als letztes oder eben als erstes, bevor man etwas bekommt, aber ich nenne es hier als letztes, darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, ist die Selection oder die Auswahl. Das heißt die Frage, was sammeln wir und was geben wir weg, was nehmen wir gar nicht erst an. Und diese Auswahlkriterien sind zum einen der Grad der technischen Innovation. Das heißt, habe ich es hier mit etwas zu tun, das ganz und gar bahnbrechend war für eine bestimmte Art von Rechnerarchitektur und Rechnerentwicklung. Damit einhergehend, das klingt so hochtrabend, die Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit oder aber etwas schwächer gesagt der kulturelle Wert. Da sind wir wieder bei dem Zusatz Z3 oder der Zusatz Z1, der wahrscheinlich einen höheren oder dem wahrscheinlich ein höherer kultureller Wert beizumessen ist als einem Commodore 64. Dann der Seltenheitswert des Modells. Das heißt, habe ich es hier mit etwas zu tun, das womöglich sogar unikalen Charakter hat? Habe ich es hier mit einem Prototypen zu tun, mit etwas Einmaligem oder mit einem Modell, das in Massenabfertigung und vor noch gar nicht allzu langer Zeit vielfach produziert wurde? Dann werde ich wahrscheinlich weniger geneigt sein, das in meine Sammlung aufzunehmen. Des Weiteren sollte man darauf achten, dass die Sammlung, die man anlegt, die Vielfältigkeit von Rechnerarchitekturen abbildet. Man sollte auch darauf achten, dass das, was man sammelt, kompatibel mit bereits vorhandenen Komponenten ist, sodass man, da komme ich nochmal auf den ViewPaths zu sprechen, möglichst wieder durchgängige ViewPaths herstellen kann, das heißt, die Komponenten zusammen auch komplett benutzen kann. Wenn ich dann was angeboten bekomme, was dazu passt, ist eben die Ergänzung bereits vorhandener Komponenten wünschenswert. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Systeme, die ich sammle, stabil sind und robust. Und das ist nicht unerheblich. Schön ist es, wenn sie schon in dem Moment, wo ich sie entgegennehme, erwerbe, geschenkt bekomme, funktionsfähig sind oder dass sie sich zumindest wieder funktionsfähig machen lassen. Dazu hier ein Bild nochmal aus dem Computermuseum der Universität von Amsterdam. Das hier war eine Schenkung oder setzt sich aus mehreren Schenkungen zusammen von Hardware-Komponenten, die zwar gut gemeint waren, die aber so irreversibel zerstört waren, dass man damit eigentlich nichts mehr anfangen kann und dann ist das einfach Computerschrott. Ja, man sammelt in der Regel oder idealerweise nicht nur alleine, sondern es gibt immer auch andere Computermuseen, andere Institutionen, die sammeln. Und was sich hier anbietet, ist etwas, das im Bibliothekswesen im Bezug auf klassische Medien sehr verbreitet ist, nämlich das sogenannte kooperative oder ergänzende Sammeln. Das heißt, um eine möglichst große Vielfalt verschiedener Hardware einerseits und eine möglichst große Vollständigkeit andererseits zu erreichen, empfiehlt sich ein gezielt kooperatives oder ergänzendes Sammeln und Erhalten von Hardware. Derartige Kooperationen dienen dann aber nicht nur der ergänzenden Sammlung von Hardware, sondern können auch bei der Suche nach Ersatzteilen und natürlich beim Austausch von Know-how sehr hilfreich sein. Daher ist aus meiner Sicht die Zusammenarbeit, die in diesem Bereich noch nicht so weit trägt, also die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure der Hardware Preservation äußerst wünschenswert. Nachfolgend möchte ich Ihnen exemplarisch einige ausgewählte wichtige Akteure auf dem Gebiet der Hardware Preservation nennen, und zwar hier in Deutschland. Ich habe darauf geachtet, dass es auch ganz verschiedene Arten von Einrichtungen sind, damit Sie sehen, wer sich an Hardware Preservation beteiligt. Als erstes zu nennen ist da Nestor, das Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung, das seinen Sitz in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main hat und unter seinem Dach ganz viele Institutionen vereint, die zum Teil hier auch aufgelistet sind, sie in Fragen der Langzeitarchivierung, auch der digitalen Langzeitarchivierung und im Speziellen auch in Fragen der Hardware Preservation berät oder beraten kann. Dann gibt es eben Archive,
die, wie ich schon sagte, in diesem Bereich, zumindest im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung, ganz weit vorne sind. Da haben wir einmal das Bundesarchiv an seinen diversen Standorten, sowie auch das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg, das sich da besonders hervortut. Im Bereich der Bibliotheken möchte ich einmal die Deutsche Nationalbibliothek mit Sitz in Leipzig und Frankfurt am Main nennen und auch die Bayerische Staatsbibliothek in München. Dann haben wir hier in Berlin noch das Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik und natürlich eine Reihe von Computermuseen, auch wenn sie sich Computerarchive nennen, das Computerarchiv in München, dann das größte Computermuseum weltweit, glaube ich sogar, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum Paderborn, dann das Computerspielemuseum in Berlin und natürlich der Ort, an dem wir uns hier heute befinden, das Deutsche Technikmuseum. Aber auch, und das hat man manchmal gar nicht so sehr im Blick, weil es eben keine offiziellen Institutionen sind, Vereine zum Beispiel, wie gestern Abend hat ja hier die Vereinssitzung stattgefunden, Vereine zum Erhalt klassischer Computer, wie der Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. Stuttgart oder auch der Vintage Computing Club in Hamburg. Und ich persönlich freue mich immer, wenn die soeben genannten Akteure auch durch Veranstaltungen wie eben dieses Vintage Computing Festival miteinander in Kontakt treten und gemeinsam voranarbeiten, wenn es um Fragen der Hardware Preservation geht. Ja, damit komme ich dann auch schon zu meinem Fazit. Bei der Hardware Preservation handelt es sich, das dürfte vielleicht im Laufe meines Vortrags klar geworden sein, eigentlich um einen Kampf gegen Windmühlen. Durch Hardware Preservation kann der Zerfall historischer Hardware lediglich verlangsamt, aber letztlich nicht gestoppt werden. Daher möchte ich jetzt, das ja hier eigentlich auch ein bisschen Spaß machen soll, dazu aufrufen, historische Computer zu genießen, solange es noch möglich ist. Einerseits hier im Deutschen Technikmuseum und andererseits bei dieser großartigen Veranstaltung, dem Vintage Computing Festival. Soweit zum Thema Hardware Preservation, also der Erhaltung historischer Hardware als Strategie der digitalen Langzeitarchivierung. Das wird jetzt wie bei einem Film hinten in den Credits, meine Literatur- und Online-Angaben. Ich weiß, das können Sie unmöglich bei der Schriftgröße und in der Zeit durchlesen. Daher mein Angebot auf entsprechende Anfrage schicke ich Ihnen den Foliensatz gerne auch im PDF per Mail zu. Sie erreichen mich unter carmen.krause@gmx.de. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bin gespannt, ob Sie Fragen haben und wenn ja, welche. Gibt es Fragen Ihrerseits? Ja, bitte. Wenn Rechner irgendwo vorgehalten werden, um die Funktionsfähigkeit noch möglichst lange unter Beweis zu stellen, gibt es da oder werden da sozusagen Emulatoren gefertigt, um Datenlaufwerke sozusagen abzubilden, wenn eben Disketten und dergleichen Speichermedien nicht mehr zur Verfügung stehen? Also gerade im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung ist das Entwickeln von Emulatoren die Maßnahme erster Wahl, ja, das ist so. Und dann eben entsprechend auch hier Kabel, dass dann eben bestenfalls die Steckverbinder original sind, aber dann eben die Adern und so weiter. Genau. Dann alles. In Technikmuseen kann das wiederum anders sein, weil wie gesagt in Technikmuseen oder in Computermuseen da auch die Hardware als Ausstellungsstück oder Ausstellungsgegenstand dient und man es so original wie möglich haben will. Aber im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung ist Emulation auf genau die von Ihnen genannte Weise das Mittel erster Wahl, ja. Ja, bis dann irgendwann alles dann sozusagen emuliert wird. Also wenn gewissermaßen... Digitale Langzeitarchivierer würden davon träumen. Ich glaube, Museen sehen das vielleicht etwas anders, ja. Ich glaube, das Mikro soll wieder abgeholt werden. Noch irgendwo eine Frage? Ja, da vorne. Meine Frage ist zu den Materialien vor allem, also Kunststoffe etc. Und diese Materialien sind ja nicht
ausschließlich auf Computer oder Computerhardware beschränkt. Also gibt es da auch Synergien, sodass man für solche Sachen nicht unbedingt immer Spezialisten für Computer braucht, sondern es gibt ja auch Möbel aus Kunststoff etc. Und gibt es da entsprechende Infrastrukturen, um auch das Know-how im Endeffekt dann zu nutzen, das bereits in anderen Bereichen vorhanden ist? Also zu vorhandenen Infrastrukturen kann ich leider wenig sagen. Es scheint mir aber durchaus sinnvoll, dass, wenn es zum Beispiel nur um die Reparatur von Gehäusen geht, ich da durchaus Experten heranziehen kann, die irgendwie entsprechende Werkstofftechniker sind, die sich besonders mit Plastik auskennen und vielleicht von IT und Technik gar keine Ahnung haben. Ja, das scheint mir sinnvoll, aber von bestehenden Infrastrukturen weiß ich leider nichts. Sonst noch? Dann würde ich noch eine Frage stellen. Stichwort demografischer Wandel und Leute, die sich damit auskennen, müsste die Tatsache, dass quasi doch tatsächlich die Leute immer zum einen länger leben und zum anderen es doch auch wieder ein zusätzliches Interesse gibt, müsste das der Preservation nicht eigentlich in die Hände spielen? Ja, also es war ein bisschen provokativ gesagt. Es ist natürlich nicht so, dass mit den Menschen auch das Wissen stirbt. Es gibt genug Leute, die, ja, naja gut, also ich kenne einige, aber es gibt eigentlich nicht genug Leute, die sich damit auskennen, aber zunehmend Leute, die sich dafür interessieren. Bei Veranstaltungen wie dieser hier kann man sie eben kennenlernen, aber ich glaube, das verwischt so ein bisschen den Blick darauf und es sind tatsächlich nicht so viele. Und man kann schon feststellen, dass, wenn zum Beispiel Leute Informatik studieren, sie sich nicht unbedingt mit Retro-Computing befassen, sondern eher daran interessiert sind, neue Systeme, innovative Systeme zu entwickeln. Also Retro-Computing ist einfach eine Nische. Wenn man drin ist, kommt einem das unheimlich viel vor, aber von außen betrachtet sind es dann eben leider doch nicht so viele Leute. Aber es sind auch junge Leute, die sich damit freiwillig beschäftigen, ja. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann wünsche ich Ihnen gleich den Aufbau. Man sagte mir, ich soll ein wenig früher Schluss machen, wird im Anschluss beginnen. Beim nächsten Vortrag von Dirk Kahnert und natürlich auch beim Vintage Computing Festival hier im Deutschen Technikmuseum insgesamt. Und von meiner Seite aus sage ich dann auf Wiedersehen.